Da wären wir wieder, Leute. Willkommen zurück. Ist doch schön, oder? Ach ja. Neue Outfits, hm? Naja, naja. Wer es mag, aber vor allem können wir einsteigen mit unserem ersten Jeritzer-Support. Das ist doch mal eine Ansage. Da bin ich ja schon besonders gespannt drauf. Insofern, ab geht die Post. What's the matter? Not hungry? Oh, ein Pfirsichsorbet, ja. Sweet delights. Is there a problem? Sieht toll aus. Ja, nascht gerne. Das. Ja, das ist sicherlich was. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist schon eine Verbindung. Ne? Wer sieht das, hat ja auch ganz gerne Süßes gebacken und so. Yes. Yes. I am a person too. What I eat is nobody's business but my own. If you need something, spit it out. My ice cream is melting. Diese Stimme einfach dazu. Ich wollte eigentlich nicht, ich wollte mit euch trainieren. Then leave. Meine Güte, Jeritzer. Oh, seid ihr wirklich der Ritter des Todes? I am. And I am not. At the moment, I am Yuritsa von Hrim. Ooh. The Emperor and the army know me only as the Death Knight. But he is merely an illusion. A demon who resides in my heart. He is not me. Not who I am at my core. He thrives and feasts upon blood, death, suffering. So while I sit here eating, I prefer to just be myself. Yuritsa, I would like to be who I truly am. Sehr faszinierender Talk übrigens. Seine eigene Art und Weise. Enjoying my dessert with you gawking at me like that. I have no further words for you. Go. Nicht zu fassen, er mag Eiscreme. Den Text hättest du dir auch sparen können, aber von mir aus. Der wirkte fast schon wieder deplatziert auf seine Art, aber gut. Tatsächlich ultra faszinierend, wie er es beschrieben hat im Detail an sich. Sehr faszinierend, denn dazu gab es einen interessanten Beitrag an sich schon im Vorfeld dazu. Nämlich, dass man hier eventuell die Idee darstellen wollte als Krankheitsbild. Ne? Faszinierend. Könnte sehr gut sein tatsächlich. Also eine dissoziative Identitätsstörung, was vielleicht euch eher geläufig sein mag als multiple Persönlichkeit. Und das kann durchaus sein. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt. Aber wenn sie tatsächlich es geschafft haben, eine Krankheit einigermaßen gut darzustellen, so etwas, dann dicke Props auf jeden Fall. Das ist ordentlich, wirklich. Bin mal gespannt. Vielleicht gibt es ja sogar Zuschauer, die so eine Störung haben. Ich weiß ja nicht, ne? Es soll zwar sehr selten sein, aber ja, ne? Ist Jeritzer dahingehend wirklich so gut dargestellt? Das ist ein sehr faszinierendes Thema. Vielleicht was, was man im Adventskalender auch mal aufgreifen kann. Aber ich muss die Support-Reihe natürlich komplett durchgehen bis dahin. Faszinierend, faszinierend. Doch, doch, das gibt, glaube ich, einiges her. Einen Punkt haben wir noch. Jetzt gibt es doch hier ein neues Feature mit den ganzen Tieren, ne? Wie löst man das überhaupt aus? Die sind doch hier eigentlich an allen möglichen Ecken. Jetzt lass doch mal nachgucken, dass wir nur das noch uns mal kurz anschauen können. Und dann können wir theoretisch auch schon weitermachen. Oh, da habe ich noch was übersehen. Aber hier hinten zum Beispiel sind doch eigentlich immer Tiere unterwegs gewesen. Sind die jetzt gar nicht mehr da, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt diesbezüglich. Hier, guckt. Aha! Geschenke für Hunde und Katzen.
Wähle Geschenke, Hunde und Katzen, um die Hunde und Katzen des Klosters von Garrick Mar zu füttern. Fisch, Gemüse und Fleisch kann mit ihnen geteilt werden. Hunde und Katzen interessieren sich jedoch nicht für Nahrungsmittel, die magische Kräfte besitzen. Wenn du die Hunde und Katzen fütterst, bekommst du vielleicht etwas dafür. Die Tiere können jedoch satt werden. Wenn das passiert, solltest du andere Tiere suchen, mit denen du Essen teilen kannst. Alter, diese schneeweiße Katze einfach. Wahnsinn. Was gibt's denn Feines? Guck mal, dafür habe ich 35 Stück, bitteschön. Aber mögt ihr das überhaupt oder soll ich dir irgendwas richtig Krasses geben? Weißt du was, ich wäre das Zeug doch eh nie wirklich los, hier in einem Bullenkopf oder so. Wobei, nee, der gibt Geschwindigkeit, den will ich nicht hergeben. Nimm dein Teutates Hecht hier. Da scheint jemand glücklich zu sein. Oh wow. Der ändert sich echt gar nicht so viel. Kommt da jetzt nur die Aussage oder ist er jetzt mal satt? Mithril im Maul. Alles klar, okay. Das ist dezent witzig, aber sie hätten schon Animationen einbauen können. Insofern auch ein bisschen enttäuschend, das Ganze, aber okay. Wen haben wir denn da? Wer ist denn gut? Wer kriegt hier richtig, richtig viele Tomaten? Weil Hunde immer viele Tomaten mögen, natürlich. Wobei, es gibt Hunde, die, glaube ich, sehr gerne Gurken und so ein Kram essen, tatsächlich, aber whatever. Hier, richtiges Jagdwild, alter Schwede, ey. Hier noch mehr. Und einfach noch mehr, ey. Übel. Veredelungssteine. Das ist ein bisschen billig. Das ist ein billiger Hund. Geh weg. Veredelungssteine kriege ich überall. Böses Tier. Wo bleiben die Magiekristalle? Oder sowas in der Art. Ja doch, Magiekristalle werden schon ziemlich gehoben. Oder am besten Giftstein, weißt du. Dann müsste ich mir Sorgen um das Tier machen. Guck mal, wie sie da oben ist. Aber ich kann nicht mit ihr interagieren. Geht das vielleicht bei speziell dieser Katze gar nicht? Oder was? Oder muss man hier hoch? Nee. Keine Chance. Oh Gott. Oder ist es vielleicht beschränkt auf zwei? Das kann natürlich auch sein. Es mag alles sein. Ha. Rennen wir jetzt echt durchs Kloster, nur in der Suche nach Tieren? Ist es schon so weit gekommen? Wir sind schon so weit weg von der Kriegsatmosphäre. Hey, lass uns Tiere suchen und streicheln gehen. Ja, cool. Yippie-yay, wo sind sie denn alle? Aha. Der bellt das Grab an. Hier, du kriegst keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hier, probier es auch mal mit Fisch. Anscheinend ist es ihnen einfach egal, kann das sein? Man kann ihnen einfach wirklich alles geben. Oh, Schwarzsandstahl für zwei Sachen. Der Hund ist gut, den finde ich super. Guter Kollege hier, super. Top. Top-Tier, quasi, wortwörtlich. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen noch einmal in die Sauna für den letzten Punkt hier. Und diesmal nehmen wir mit, ich glaube, bei dir müssten wir noch einiges regeln in der Zukunft, also von mir aus. So, lasst mal sehen. Kann ich theoretisch auch nochmal aufdrehen hier, ne? Sieht machbar aus. Mehr Dampf. Erstmal. Das wird jetzt schon wieder zu krass, oder? Ich verstehe das auch nicht. Ich bekomme es dann nur bei mir immerhin, irgendwie. Ja, wobei mit mehr Dampf kriege ich den zumindest noch gerade so in den Bereich mit rein, was? Beide haben sich aufgewärmt. Sie fühlen sich richtig gut. Dann kann ich ja theoretisch jetzt eigentlich raus, oder? Wenn beide in dem Bereich sind. Der Schützungswert ist gestiegen. Sie fühlen sich sehr erfrischt. Sehr schön. Ausgezeichnet, Leute. Wir sind hier fertig. Klasse. Let's go. Und ja, das hier, das schneide ich euch dann allmählich zusammen. Ey, wir haben jetzt Missionen. Genial, Leute. Das wird super. Wir haben also doch noch was davor zu tun. Aber wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, und da wären wir schon wieder zurück, Leute. Tja. Wir haben nun spannende Aufgaben, die wir bewältigen können, so wie es aussieht, Leute. Das ist ziemlich cool. Ich würde sagen, zum einen machen wir dich mal zur Assassine, auch wenn wir dich nicht großartig spielen, aber es bietet sich an, sie hat eh 100% Erfolgschance.
Und ist an sich eine sehr gute Klasse. Passt perfekt. Der direkt die Ränge und das bringt ja auch echt was. Ich meine, die Werte sind toll. Damit kommt sie jetzt noch auf sehr guten Speed sogar aktuell. Könnte ruhig ein bisschen stärker an sich sein, aber muss immer noch bedenken, ich finde die Stats dafür, dass wir sie so spät rekrutieren, eigentlich echt gut. Muss wirklich mal gesagt sein. Ansonsten haben wir hier und da eventuell noch Optionen. Aber das meiste ist doch schon verteilt. Hier wäre zum Beispiel auch mal ein Schwertmeister noch mit drin, falls man das möchte. Man könnte eventuell auch noch Wrath mitnehmen, wenn man verrückt sein möchte bei Edelgard. Keine Ahnung. Kriegerskill, weiß ich nicht, ob wir den unbedingt wollen. Schwer zu sagen. Eher weniger, denke ich mal. Aber wie auch immer. Wir werden definitiv noch Kämpfe davor wagen. Und auch Kämpfe, die ich gar nicht schneiden muss oder so. Denn hier warten ernste Sachen auf uns. Einmal ein Auftrag von Anna und ein Auftrag von Jeretza. Eigentlich wollte ich hier einfach einen optionalen Kampf machen, aber nun entwickelt sich das doch etwas anders. Ich weiß nicht, ob mir das hier davonläuft. Moment mal, das hier geht ja noch eine Weile, ne? Monat des Hüters aktuell. 26.04. Muss gerade mich echt überlegen. Hüter, Hüter, Hüter. Warte mal, war eins. Ja, ja. Okay, nee, nevermind. Dann haben wir echt viel Zeit. Muss gerade echt nochmal überlegen, ne? Okay. Dann brauchen wir das auch nicht unbedingt direkt zu machen. Weil normal sollte man hier schon immer die Sache mitnehmen. Dann machen wir die Jeretza-Quest, würde ich sagen. Ja. Bin ich mal so frei. Ich meine, die Fortschritte für den Monat ganz im Ernst. Ich weiß nicht, ob ich die noch zusammenschneide in Zukunft. Ich meine, ein paar Level-Ups. Ja, ist ganz nett. Hat vor allem am Anfang, glaube ich, auch ganz gut gepasst. Wir sind jetzt eh schon so weit. Weiß nicht. Ich meine, ihr könnt darüber abstimmen von mir aus in den Kommentaren. Aber ich lasse es jetzt mal für den Monat. Achso, es geht hier prompt los auch schon. Ich meine, Doro hat jetzt zum Beispiel Meteor erlernt. Das ist natürlich relativ krass, ne? Beim Training so. Das kann ich auch explizit nochmal erwähnen. Okay. Gut, wir haben natürlich Assassinen. Die sind natürlich nervig, das ist klar. Was hast du jetzt aktuell dabei? Glausterritter habe ich dir gegeben. Wunderschönes Bataillon für dich. Passt perfekt zu dir. Einfach ein paar Assassinen erledigen. Schattenschleicher, ach, guckt mal, ja. Das ist ziemlich spannend. Jeretza wendet sich persönlich gegen Schattenschleicher hier. Fragt man sich fast, ob er sowas wie ein Ex-Schattenschleicher sogar sein könnte, ne? Wertvolles Geheimnis. Oh, wertvolle Informationen, teil sie mit Anna, um etwas zu bekommen, das dein Wissen erweitert. Scheint wohl ziemlich wichtig zu sein, sollten wir uns nicht entgehen lassen. Könnte ja allerdings ein bisschen ernster werden. Ich schau mal, haben wir sowas wie Elixiere? Vielleicht kaufe ich sogar was. Immerhin sind wir nur zu zweit unterwegs. Den Stein des Wissens lasse ich ihn mal dennoch drinnen. Du wirst allerdings von mir, wenn es schon nur eine Mission ist, zumindest einen Marschring bekommen, würde ich sagen, ne? Der wird sich sicherlich ganz prächtig machen. Besten Gebrauch von Kanto machen. Dann passt die Sache schon, ne? Er hat so ziemlich alles, was er dabei haben sollte. Ich lass mal den Stein des Wissens auf ihn. Das ist okay für mich. Und ansonsten war es das auch schon. Nicht mal Adjutanten? Nö. Einfach niemand sonst verfügbar. Wirklich eine Mission zu zweit. Sehr faszinierend. Dementsprechend haben wir ein besseres Bataillon für uns. Wahrscheinlich eher weniger, ne? Nee, sagt mir alles nicht so zu. Die plus 7 hier sind schon ziemlich fantastisch. Okay. Soweit kann auch alles erstmal bleiben. Von mir aus. Wird eine spannende Angelegenheit. Lass trotzdem mal sehen. Ich glaube, ich krall mir auf jeden Fall noch ein Elixier für dich. Das war ein bisschen teuer. Ich glaube, in der Mission habe ich das aber gerne. Ich habe sonst keine Heilmöglichkeiten. Und das ist anstrengend. Ja, das reicht erstmal, wenn noch eins zusätzlich im Vorrat ist. Moment mal, wir wollten auch noch Sachen schmieden. Zumindest hatte ich das noch vor hier. Schmieden? Das hier erstmal reparieren. Aber eventuell können wir auch was hochschmieden lassen, lasst mal sehen. Da geht auch ein bisschen was, wenn ich mir das so angucke.
Oh, die ist schon ein bisschen abgenutzt, das können wir durchaus machen. Sehr schön. Ihr seht, ich probiere noch ein bisschen wild herum bei dem Typen. Ist aber sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, du kannst auch ein bisschen Lanze mitnehmen. Falkenritter würde ich ganz gerne zum Schluss nehmen an sich. Und insofern... Gut, das Hauptproblem seid natürlich ihr hier. Und ihr habt natürlich diese sehr unschönen Skills mit drin. Moment mal. Der droppt die nicht. Heißt das, wir brauchen einen Dieb dabei? Oh, nee. Ich habe ja Dieb immer noch nicht wirklich... Ich meine, wenn es hier mehr wertvolle Informationen gibt, dann ist das wahrscheinlich so, ne? Dann kommen wir doch nur ran, wenn einer Dieb ist. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Weil der ist der Einzige, das droppt. Und es gibt zwei... Nee, es gibt sogar drei wertvolle Geheimnisse. Und der Boss, der droppt nur einen Goldbeutel. Ich weiß nicht, was es mit den Dingern auf sich hat, aber wenn jedes dieser wertvollen Geheimnisse was freischalten würde... Keine Ahnung, ja, ob das wirklich so ist. Weiß ich nicht. Aber Fakt ist, es sind mehr wertvolle Geheimnisse auf der Karte... Und nicht alle davon werden gedroppt. Ich hoffe, es hat jetzt keinen Assassine, die, weil dann kann ich sie sowieso nicht bekommen. Das war jetzt zumindest jemand mit Geschwindigkeit 26. Das müsste möglich sein, ne? Moment. Nee, du hast ja nichts gedroppt. Stopp. Du hier. Geschwindigkeit 26. Ja, einer war doch hier noch. Moment. Ach, ein Glück, dass es nicht der hier war. Hier oben, ne? Genau. 27. Also wir brauchen mindestens Geschwindigkeit 28 auf der Karte, sonst können wir es leider knicken. Aktuell bin ich auf 31. Die Frage ist, bin ich als Dieb auch noch schnell genug? Dieb ist ja an sich eine schnelle Klasse. Müsste eigentlich möglich sein. Jetzt muss ich doch wieder mal Dieb sein. Och nö, ey. Ätzend wie sonst was. Das würde die Karte um einiges schwerer machen. Ich speichere mal zur Sicherheit noch. Aber mit 30 Speed sollte ich eigentlich alles bekommen können. Wird nur ein bisschen ätzend. Da bin ich mir relativ sicher. Ist halt nicht so geil, weil der Typ halt wirklich schon mal doppelt mit 43. Hier ist das happig. Ich meine, Jared sah jetzt aus, ja. Ich könnte ihm auch noch ein Ichis-Schild geben oder sowas. Dann wird das richtig lustig. Ich meine, darf er ja theoretisch auch. Ich meine, er hat ein Wappen. Ist ja kein Problem. Wisst ihr was? Ja, zur Sicherheit kann ich ihm auch noch den Ichis-Schild geben. Zusätzlich. Eine kleine Absicherung kann er nicht schaden, nicht wahr? Wir können das hin und her traden, sperrt das Elixier zur Not auch noch, das ist ja kein Problem. Aber ja, nur dass wir uns ein bisschen absichern können dahingehend. So Leute, dann speichere ich mal. Könnte eine wilde Mission werden, ich merke schon. Oh lol. Man hört die Awakening-Musik, die ich nochmal bei Kämpfen habe, komisch. An und für sich ist ja gar nichts Besonderes gerade sonst. Ist einfach nur eine normale Übungskarte dann. Boah, wie das perfekt aufgeht, aber leider habe ich dann hier Probleme. Außer du kannst den Typen irgendwie one-shotten oder so vielleicht. Sonst wird es ein bisschen schwieriger. Was hast du denn so als krassesten Crit-Move? Nicht so wirklich irgendwas. 23 ist jetzt nicht der überkrasse Shit, den ich ganz gerne sehen würde. Könntest zwar einen Überfall dann draufhauen, aber auch das ist so relativ... Nicht gerade zufriedenstellend jedenfalls. Wir können den einfach mal rüberziehen, ne? Das geht natürlich schon. Aber leider haben wir es erstmal mit sehr viel Range hier zu tun. Die Frage ist natürlich, wie die reagieren. Guck mal. Wisst ihr, was wir da machen? Ich glaube, es ist doch ganz simpel. Du nimmst diesen Schild, der doppelt dich ja sowieso. Du nimmst die Sariel-Sense. Bleibst erstmal stehen und wir machen das Ganze erstmal so. Scheint mir erstmal das Angenehmste zu sein. Exakt deswegen. Okay, spezielle Jeretzer-Mission also. Aber ziemlich gut, um den Support zu boosten. Nanu? Ach, du wurdest vergiftet. Oh, nervig. Ja, sollte keine großen Probleme geben. Ich muss die Eisenlanze plus erstmal. Anscheinend werden wir auch den Dieb noch maxen. Ja gut, dann kann ich den zumindest auch mal in anderen Klassen ausrüsten. Was mir um einiges besser gefällt. Du nimmst mal einen Thoron, ja. Hab ich dir ja nicht umsonst gegeben, solche netten Sachen hier. Okay, es kommt zur Bewegung.
Aber wir werden diese wertvollen Informationen schon bekommen. Wird langsam ein bisschen nervig hier. Ja, das ist ätzend. Das ist sehr, sehr ätzend. So, wer hat jetzt nochmal? Du hattest das Geheimnis. Ich muss es dir leider klauen. Ist anscheinend wirklich gewollt. Er meinte die Stehlenoption ganz normal verfügbar. Spannend. Oh, verdammt. Wartet. Moment. Vorrat. Jetzt wird's nervig. Nimm die olle Stahlaxt mal raus hier. Und dann... Verdammt, ich kann ja nichts mehr machen im Folgezucker. Es macht nichts. Müsste ich schon noch wegbekommen hier. Kann ich dich bitte so erledigen, dass ich danach auch nur hier rauskomme? Komme ich denn nochmal weg? Ich hoffe es doch sehr. Wird ein bisschen knapp, fürchte ich nämlich. Aber der Iritzer steigt auf. Level 30, Leute. Das war doch ziemlich ordentlich, würde ich sagen. So, mehr Bewegung kommt ins Spiel. Sehr schön. Und damit sind wir jetzt auf Level 29. Na, dauert auch nicht mehr lange. Ich bin so froh, dass sie so schnell ist. Nice. Plus 8, also. Sehr viel besser kann es gar nicht werden eigentlich. Das beste Bataillon im Spiel hat auch nur 2 Punkte mehr. Also das beste vom reinen Wert her, meine ich jetzt. Nur dieses olle Gift, ja. Hättet ihr das vielleicht irgendwie ausschalten können? Aber es sind Schattenschleicher, die benutzen halt solche miesen Methoden. Scheint, als war das mit den Elixieren doch eine ziemlich gute Idee. Dann kann ich das hier zumindest mal ausnutzen. Vielleicht schlucke ich auch erstmal einen Antidot, falls hier eins drin ist, aber Fehlanzeige. Und das Elixier, das traden wir uns auch noch kurz rüber. Das kann auch Jeretzer dann direkt aus dem Vorrat krallen. So, müssen wir halt ein bisschen dem Ganzen so entgegenwirken, ne? Nicht das größte Problem an sich, ne? Ja, ich denke, so ein Ola Ichis-Schild, ich frage es, wie langsam sind wir jetzt eigentlich? 23, das müsste... Das geht in der Tat, ja. Cool. Aber ja, dann nehmen wir halt mal wieder sowas mit, warum eigentlich nicht, ne? Scheint jetzt keine wichtige Story-Mission zu sein. Ich dachte jetzt echt, dass wir irgendwie, dass wir dann noch so ein bisschen Story haben, aber nö. Anscheinend war das nicht so gedacht. In dem Fall nimmst du bitte einen Donner. Bist eh ein bisschen schneller jetzt nochmal, sehr schön. So. Kann sich eher sehen lassen. Aufpassen. Ich will nicht unbedingt umsingelt werden. Besonders nett ist das hier nämlich nicht mehr. Aber es sieht aus, als könnten wir da ein Bataillon gleich draufklatschen. Immerhin. Ja, das sollten wir vielleicht auch machen. So, allmählich ist das nämlich nicht mehr so lustig. Umsingeln lassen möchte ich mich eigentlich dann doch nicht mehr. Nicht so ungut. Aber wir werden sicherlich beide ausschalten können, problemlos. Und du halt mit zweiten Schritt danach zur Seite, ne? Und ansonsten halt das Loot noch krallen. Das war ja dann nur noch er hier, genau. Nice, wir haben auch die A-Autorität endlich. Damit können wir übrigens ein sehr schönes, schickes A-Bataillon noch ausrüsten, was ich ja noch habe. Freue ich mich drauf. Den hier sollten wir nach Möglichkeit nicht direkt ausschalten. Ihr kommt beide gleich weit, aber Assassinen einfällt weiter leider kommen. Ein bisschen ungünstig. Weil du wahrscheinlich die nicht direkt zerhauen würdest, aber... Naja... Mein Gott, du bist schon wirklich der Wahnsinn, weißt du das? Crazy. Ja, lass mal so. Ich hoffe mal, da boxt mir jetzt gleich nicht den anderen automatisch mit um. Weil ich meine, tanken würden das wahrscheinlich tatsächlich an und für sich. Ne, so haben sie zwei Angriffsflächen, das wäre dumm. Mach das wenigstens dann so. Oh, sogar der Boss bewegt sich. Oh, jetzt wird's echt nervig. Ja, das war ganz, ganz schlecht. Ist mir zu sehr RNG langsam, die Mission, wenn das so weitergeht. Yikes. Nee, im Ernst, jetzt wird's nervig.
Wir sind ganz schön cornered gerade, das ist nicht so cool. Ich müsste mich fast verlangsamen, und zwar extra. Warte mal, die Gloucester-Ritter sind ja noch theoretisch verfügbar, ne? Hier stehen unsere Chancen 50% derzeit. Hier habe ich noch 65. Stun die mal kurz, das brauchen wir unbedingt, sonst sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Ist nämlich nicht so cool. Weil wir müssen immer noch das Geheimnis bekommen. Gott, die 65% müssen sitzen. Ich meine, wir haben genug Strategien mehr dabei. Wir können sicherlich auch noch ein bisschen auf Stunning gehen, ja. Ein Glück, dass das funktioniert hat. So. Dann dürfte das hier gut machbar sein an und für sich, ne? Kannst auch irgendwas anderes nehmen. Von mir aus nimmst du eine olle Übungslanze danach. Aber wir müssen dem Typen leider noch was abluchsen hier. Und dafür muss ich noch was in den Vorrat legen. So. Nächstes Geheimnis, Leute. Oh, das wird jetzt richtig lustig. Das sind nämlich verdammt viele Assassinen. Yes! Immerhin das war drin. Und der Dieb wurde gemeistert, was natürlich ganz vorteilhaft ist. Aber der Ärger da oben, der ist halt super lustig, wie man sich vorstellen kann. Da oben ist kein Secret mehr, ne? An sich, also... Hier sind generell keine Secrets mehr auf der Karte. Nur... Macht ihr mir die Sache jetzt nicht unbedingt leichter gerade. Im Ernst, ich glaube, das Beste, was wir machen können... Renn einfach weg, ja? Die Secrets haben wir ja alle. Ja, renn, ihr Ritzer, renn! Und nimm bitte den Aegis-Schild wieder. Okay, ich glaube, wir können bei dem Set erstmal bleiben. Von mir aus nimmst du einen Donner. Schluckst aber definitiv ein Elixier. Und dann ist es hoffentlich so, dass wir tanky genug sind insgesamt. Nehmen den Support hier noch mit. Holen uns eine Mixtur. Wobei, ja doch. Müsste erstmal gut genug sein. Okay, niemand trifft. Oh nein, dafür crittet er. So viel dazu. Ja, Fähigkeit gemeistert. Wow. Okay, das ist krass. Das ist ziemlich krass. Ein Glück, dass hier wenigstens er nicht mehr quitten wollte. Allerdings unsere Treffer lassen auch zu wünschen übrig. Aber hey. Es ist ein 50-50, wenn der allerdings trifft. Moment mal. Ja, darauf sollte man schon achten, ne? Dammit. Nee, da müssen wir dann wirklich spulen. Kein Problem, kein Problem. Ich kann auf Ausweichquote gehen, das wäre an sich wahrscheinlich noch nicht mal so unvernünftig in der Situation. Unvernünftig ist es nicht, ja. Ich meine, wenn ihr Jeritzer doppeln könnt, vieles bei ihm eh nicht zu machen, was das betrifft. Dürfte immer noch ziemlich gut durchhalten können. Warte, du hast gerade Lanzenspezialist, aber glaube ich eher drin, ne? Ist wahrscheinlich besser, wenn ich dir das hier gebe. Nur, dass wir dann nochmal sicherer sind. Ach, habt ihr Passieren mit drin? Na, die haben natürlich Passieren mit drin, wer hätte es gedacht. Wie weit kommt ihr denn alle? Ich glaube, das ist nur der eine, der so weit kommt, ne? Ach, der kommt sogar nur bis dahin. Stimmt, ich habe den Marschring. Dann lass dich ruhig angreifen. Das müsste ja schon tankbar sein. 21 ist allerdings happig. Sind 23 mal 2. Wow, gerade so. Werden wir zumindest noch irgendwas anderes dann benutzen. Aber in der Theorie machbar. Hoffen wir mal, dass es wirklich so aufgeht. Muss nur ein Heilmittel benutzen, dringend. Dann müsste es gerade so drin sein. Ja. Oh Gott, ey, die Ausweichquoten kommen halt voll zur Geltung von diesen verdammten Assassinen. Das ist übel.
Wir waren schon in angenehmeren Situationen. Aber er schlägt sich ganz gut. Und wir haben dann alle Secrets geborgen, was auch immer wir damit anstellen können. Okay. Du bist komplett am Ende. Ein Glück, dass ich ein zweites Elixier erworben habe. Ich wusste, warum ich die Dinger kaufe. Das war eine so wichtige Entscheidung, Leute. Holy moly, war diese Entscheidung wichtig. Würde ich wieder drauf spekulieren. In dem Fall, ja, perfekt hat es auch getroffen. Das heißt, sehr gute Entscheidung. Dann sollte der Rest kein Problem mehr darstellen. Oh doch, du wirst sowas von überleben. Dafür habe ich gesorgt. Und eine weise Entscheidung gefällt. Ist das nicht prächtig? Heiz ihn richtig ein mit dem Ding. Ach nee, weißt du was? Passt schon, der könnte auch irgendwas anderes nehmen. Ist okay, erstmal. Oh Gott, ey. Drecksassassine, anders kann man es nicht sagen. Aua, und dieses olle Gift auch noch dazu, ne? Ja, die already hier. Ernsthaft. Meine Güte. Yes, und noch schön nach hinten, ne? Um dich kümmere ich mich direkt mit Donner. Nice one. Delightful. So, bleib hier drin mal stehen. Putzig. Kannst du glatt trainieren an dem Typen. Deine Vernunft ausbauen. Aber das passt schon. Wir müssen es ja nicht auf die Spitze treiben hier. Eat shit and die? Würdest du das wohl tun? Wärst du so freundlich? Na? Will ich jetzt wirklich ein Talent für dich brasten? Naja. So viel. Naja, doch, ich will die Zarya-Lanze nicht überfordern hier. Wir bleiben mal hinten. Gehen auf Nummer sicher. Besser. Okay. Your turn, von mir aus. Alles klar, Leute. Wie er näher kommt. Findest du den Ritter des Todes nicht gruselig? Na sowas. Gut, wir können uns sogar komplett absichern. Ich nehme die Übungslanze, das reicht doch völlig aus. Ja, im Prinzip ein Treffer, aber ich nehme lieber meine 100% noch schnell mit. Auch wenn es nur 1% Unterschied ausmacht, mir egal. So. Das war interessant. Was anderes. Zu zweit so eine Map zu clearen. Aber das war's auch schon, oder wie sieht's da aus? Jetzt habe ich eine Menge Informationen für Anna. Cool, oder? Wie auch immer wir die einlösen können. Wir haben noch nicht mal seinen Support freigeschaltet, den nächsten, echt? Uff, du lässt ja echt Zeit, meine Güte. So viel zusammen gekämpft. Jetzt muss ich überlegen, das hier wäre theoretisch länger verfügbar. Lassen wir es echt gut sein für heute? Wie gesagt, ich schneide eigentlich, glaube ich, solche Kämpfe nicht mehr zusammen, weil es ist halt immer das Gleiche. Und ich kann euch auch einfach kurz sagen, was sich so Wichtiges getan hat. Weiß nicht, bei den Level-Ups das Kommentieren ist halt immer so eine Sache. Aber müsst ihr mal eure Meinung einfach da lassen, ob ihr das noch so beibehalten wollt oder nicht. Ja, würde ich schon sagen. Machen wir doch die als nächstes. Na, aber die läuft uns, glaube ich, davon, ne? Die machen wir im nächsten Monat. Ich mache jetzt noch die hier offscreen. Dann erwartet uns beim nächsten Mal direkt eine Mission. So, ist eine gute Regelung, würde ich sagen. Jo. Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns. Bis bald, Leute.